und bringt Bernie Rodriguez. Ja, Bernie Rodriguez für Gerald Finch, um Schlimmeres zu verhindern. Walters mit Glück der Lette für die Spanier. Das weiß auch Gabarroza. So. Und natürlich nimmt Chris Fleming nochmal die Auszeit. Alles noch möglich. 25 Sekunden, Bamberg mit zwei hinten. Und der deutsche Meister liegt mit zwei hinten gegen Unicaja Malaga aus Spanien in diesem wichtigen Euroleague-Spiel. Ballbesitz. Jetzt bin ich gespannt. Also einen einfachen Wurf werden sie nicht zulassen. Robert, sie gehen nicht direkt auf das Foul. Schuppert. Gavel, wer nimmt den Wurf? Jacobs. Roberts für drei! Aber es ist noch lang zu spielen. Es ist noch lang zu spielen. Bamberg mit einem vorn. Ein wichtiger Dreier, aber noch 13 Sekunden. Station zu verlieren. Tada ist wieder ins Spiel. So, was machen sie jetzt? Bernie Rodriguez. Walters. Für drei. Nein! Ball ist bei Rodriguez, nein, das gibt's doch nicht. 4 Sekunden vor dem Ende, nochmal eine Auszeit. Das gibt es doch nicht, dieser Rodriguez. Und wieder nach einem Offensiv-Rebound. Es sind noch 4 Sekunden, aber das darf nicht sein. Jenkins ist drin. Jenkins ist auch so einer, der solche Dinge liebt. Aber er hat auch viel vergeben heute. Slaughter, der muss passen. Roberts, der liebt es. Nein, 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 das Ding ist daneben und es gibt eine ganz, ganz bittere Niederlage für Bamberg gegen Unicaja Malaga. Es war nicht dieser letzte vergebene Schuss von Brian Roberts. Es war der Offensiv-Rebound von Bernie Rodriguez.